Ich begrüße Sie zum digitalen Gottesdienst am Heiligen Abend aus der Stiftskirche in Hünfeld. Mein Name ist Pfarrer Stefan Remmert. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören auf Worte des 96. Psalms. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Länder. Singet dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet seine Hilfe von Tag zu Tag. Erzählt von den Völkern von seiner Herrlichkeit, allen Nationen von seinen Wundertaten. Fallt auf die Knie vor dem Herrn in heiliger Pracht, zittert bei seinem Anblick ihr Länder. Sagt den Völkern, der Herr herrscht als König. Die Erde ist fest gegründet, dass sie nicht wankt. Er richtet die Nationen nach Recht und Ordnung. Der Himmel soll sich freuen und die Erde jauchzen. Das Meer soll brausen und alles, was in ihm lebt. Das Feld sei fröhlich und alles, was auf ihm wächst. Alle Bäume des Feldes, des Waldes sollen in Jubel ausbrechen. Vor dem Angesicht des Herrn, wenn er kommt. Denn er kommt, um Gericht zu halten auf der Erde. Über den Erdkreis wird er ein gerechtes Urteil fällen und die Völker nach seiner Wahrheit richten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören als Musikstücke Lieder, die unsere Advents-Andachtsgruppe aus unserer Gemeinde aufgenommen hat. Liebe Gemeinde, wir feiern Gottesdienst. Sie müssen jetzt gar nichts machen, einfach nur sein. Sein vor Gott. Es ist tatsächlich wieder Weihnachten geworden. Das war ein langes Jahr, ein Jahr mit Höhen und Tiefen, mit Hoffnung und Enttäuschung, mit Liebe und Einsamkeit. Man macht so seine Pläne und dann kommt es anders. Das haben wir in diesem Jahr auf jeden Fall gelernt. Schöne Zeiten vergehen oft zu schnell. Schwere Zeiten ziehen sich in die Länge. Ganz sicher aber ist, die Zeit vergeht. Und so ist es tatsächlich wieder Weihnachten geworden. Ganz egal, ob wir alles vorbereitet haben, ob wir in Stimmung sind oder nicht. Ganz egal, ob wir daran glauben können oder nicht. Die Glocken läuten, die Kerzen brennen. In der Kirche haben wir die Jesusfigur in die Krippe gelegt. Maria und Josef stehen erschöpft daneben. Auch sie haben ein anstrengendes Jahr hinter sich. Menschen machen Pläne und dann kommt es anders. Ungeplant schwanger. Plötzlich das Gefühl, Gott sieht ein komplett anderes Leben für dich vor. Und dann diese dumme Volkszählung. Selbst wenn das in den Darstellungen immer so gemütlich aussieht, wäre es ihnen auf jeden Fall lieber gewesen, das Kind wäre woanders zur Welt gekommen als in einem Stall. Aber Zeit vergeht.
unaufhaltsam und, während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt und sie gebar. Es ist tatsächlich Weihnachten geworden. Ganz egal, dass Maria und Josef nicht alles vorbereitet hatten, dass sie es anders hätten haben wollen. Ganz egal, dass sie so ihre Zweifel hatten an Gott. Es soll werden, sprach Gott am Anfang der Zeit. Es soll werden und dann wurde es. Es wurde Licht und Dunkelheit, Pflanzen und Tiere, fressen und gefressen werden. Leben und Sterben, Jäger und Sammler, Männer und Frauen und diverse. Kranke und Gesunde, Mut, Kraft und Schönheit. Feigheit, Schwäche und Hass. Schwarz und Weiß und Grautöne. Gott sprach, es soll werden und es wurde. Und wir wurden, sie und ich, irgendwo mittendrin, dass wir heute hier sind, Weihnachten 2021. Es soll werden, sprach Gott. Und also gebar Maria das Kind und am Himmel erschien ein neuer Stern und ein paar Sterndeuter oder Weise und viele einfache Menschen erkannten, dass eine neue Zeit begann. Aber viel geändert hat sich nicht, oder? Die Zeit vergeht und die Probleme bleiben. Vielleicht sollte man aufgeben und einfach einstimmen in das Laute, das war schon immer so, das ändert sich ja sowieso nicht. Vielleicht sollte man die Hoffnung abschaffen. Vielleicht sollten wir die Hoffnung abschaffen, Sie und ich, hier und heute, Weihnachten 2021. Es soll werden, spricht Gott durch den Propheten Jesaja und gibt ein Versprechen. Es soll werden, nein, sogar es wird. Ich lese aus dem Propheten Jesaja, dem 11. Kapitel. Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Spross hervor. Ein Trieb aus seiner Wurzel bringt neue Frucht. Auf ihm ruht der Geist des Herrn, der schenkt ihm Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Ja, er hat Freude daran, den Herrn zu fürchten. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und entscheidet nicht nach dem Hörensagen. Er ist gerecht und sorgt dafür, dass die Schwachen zu ihrem Recht kommen. Er ist aufrichtig und trifft Entscheidungen zugunsten der Armen im Land. Sein Wort trifft den Gewalttäter wie ein Stock. Er tötet den Frevler mit einem Hauch, der über seine Lippen kommt. Gerechtigkeit begleitet ihn wie der Gürtel um seine Hüften. Treue wie ein Band um seinen Leib. Dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast und der Leopard liegt neben dem Böckchen. Ein Kalb und ein junger Löwe grasen miteinander. Ein kleiner Junge hütet sie. Kuh und Bär weiden zusammen. Ihre Jungen liegen nebeneinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Ein Säugling spielt am Loch der Natter. Ein kleines Kind streckt seine Hand aus über der Höhle der Giftschlange. Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer voll Wasser ist. Zu der Zeit steht der Spross aus der Wurzel Isais als Feldzeichen für die Völker da. Nach ihm richten sie sich. Der Ort, an dem er wohnt, strahlt Herrlichkeit aus. Es soll werden, spricht Gott durch den Propheten Jesaja. Es soll Frieden werden. Frieden zwischen den Menschen, Frieden in der ganzen Schöpfung. Frieden zwischen Mensch und Gott. Frieden viel tiefer, als wir ihn uns vorstellen können. Frieden, der für jeden Raum lässt. Frieden, weil einfach kein Kampf mehr nötig ist. Frieden, weil du gesehen wirst, wie du bist, und es wird dir Gerechtigkeit widerfahren. Frieden so schön, dass ich ihn nicht verpassen will, dass ich doch noch weiter hoffe, trotz allem. Maria ist endlich wieder nach Hause gekommen und als sie zu Hause ist, nahm sie ihr Kind auf den Arm und hielt es hoch den Blicken der Nachbarn entgegen. Es gibt Hoffnung. Die Hirten, als sie zu ihren Familien kamen, hielten ihnen ihre leuchtenden Gesichter entgegen. Es gibt Hoffnung. Die Weisen wieder in der Heimat zeichneten den neuen Stern in ihre Himmelskarte ein. Es gibt Hoffnung. Hier und heute an Weihnachten 2021 wird die Hoffnung nicht abgeschafft.
Sie wird hochgehalten. Sie und ich, wir halten die Hoffnung hoch. Gott hat gesagt, es soll werden und es wurde. Aber es ist noch nicht zu Ende, es geht immer weiter. Die Zeit ist auf unserer Seite. Gott ist nicht nur unser Anfang, Schöpfer und Urheber. Gott ist unsere Zukunft. Sein Friede ist unsere Zukunft. Es wird noch lange dauern und der Weg ist schwer. Aber das Ziel ist unserer Schritte wert. Manchmal denken wir, es geht nicht weiter, es tut zu weh, es ist aussichtslos. Eine Katastrophe jagt die nächste. Aber die Zeit vergeht und dann ist doch wieder Weihnachten. Wir hören die alten Geschichten, wir halten die Hoffnung hoch, auch wenn uns nicht danach ist. Die Zeit läuft weiter, sie ist auf unserer Seite. Denn am Ende steht Gott. Steht da mit seinem Frieden. Frieden für alle, sogar für Sie und mich. Wir feiern Gottesdienst. Sie müssen jetzt gar nichts tun, außer sein. Nachher essen Sie vielleicht Braten und Kekse und rufen die Verwandten an. Sie finden freundliche Worte, auch wenn Ihnen nicht danach ist. Sie halten die Hoffnung hoch, weil man das so macht an Weihnachten, weil wir das so machen. Auch in diesem Jahr, das lang war und anstrengend, das Leid gebracht hat und Tiefen. Aber auch viel Schönes. Wir halten die Hoffnung hoch, damit wir weitergehen können, Schritte tun in die richtige Richtung. Wir halten die Hoffnung hoch, weil es ohne Hoffnung nicht geht. Mit Hoffnung aber geht es. Gott hat es versprochen. Also gilt es. Es soll werden, hat Gott gesagt. So soll es sein. Amen. Wir halten Fürbitte. Guter Gott, es wäre so schön, wenn das, was an Weihnachten angefangen hat, schon vollendet wäre. Wenn dein Friede schon da wäre, solange es nicht so ist, werden wir hoffen. Mit unseren Gebeten erinnern wir dich daran, dass wir immer noch an dir festhalten, dass wir dich brauchen auf unserem Weg in eine bessere Welt. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.